Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Ein Foto von Lord Hastings. Okay. Und warum das? Hier, die Ladung der Agamemnon. Bestimmt für die amerikanische Ostküste. Sie organisieren sich. Das Symbol haben wir auch schon mal gesehen. Ah, sie krümmt sich, sie scheint Schmerzen zu haben. Hat sie auch gesagt. Oje, oje. Die Frachtliste der Agamemnon. Die ganze Fracht ist für Amerika bestimmt. Merkwürdig. Die Rebellen setzen moderne Technologie mit Bedacht ein. Ich sehe schon. So, wir können uns hier noch weiter umschauen anscheinend. Okay. Warum liegt da ein Lykaner? Forschen die mit denen oder wollen sie sich eine Armee daraus erschaffen? Das kann ja auch sein. Das wäre auf jeden Fall eine mächtige Armee. Boah, scheiße, habe ich mich erschrocken. Meine Güte. Der arme Kerl ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er wurde bestimmt erst gefoltert. Oder auch nicht. Okay, ich dachte, es ist ein Lykaner, sah so komisch aus. Habe ich jetzt nicht gesehen. Upsala. Und hier müssen wir jetzt wieder knacken. Ich habe schon wieder vergessen, wie das funktioniert. Na, dann gehen wir mal rein. Vereintes Indien-Uniformen. Ohne Ringe oder Abzeichen an den Ärmeln. Das muss es sein. Was ist in der Kiste? Was geht hier vor sich? Ich verstehe das nicht. Auf was bereiten die sich denn vor? Wenn sie sich sammeln, dann muss es ja irgendeinen Grund haben. An alle Vertreter der südlichen Gruppen. Wir werden uns in den nächsten Wochen versammeln. Vorladungen und weiterführende Anweisungen werden an die entsprechenden Orte weitergegeben. Es sollte beachtet werden, dass bezüglich einiger Mitglieder von Seiten der Polizei und der königlichen Armee Nachforschungen angestellt wurden. Letztere ist besorgniserregend und sollte nicht leicht genommen werden. Daher rate ich allen, im Umgang mit neuen Bekanntschaften vorsichtig zu sein. Obwohl wir uns auf den Orden und seine Reihen konzentrieren sollten, schlagen wir vor, dass ebenfalls Informationen zur neu organisierten Rebellion gesammelt werden. Ihre Lager erscheinen zu gut verwaltet und koordiniert, was auf eine Aufsicht oder Hilfe von außen deutet. Das würde auch ihren plötzlichen Wiederaufstieg erklären. Okay. Die ganze Nacht. Noch ein Archiv, Zeugs. Schlaf.
Kind in sanftem Frieden die ganze Nacht. Edle Ritter schickt der König die ganze Nacht. Die Zeit zum Träumen naht herbei, Berg und Tal im festen Schlummer. Meinen Liebsten steh ich wache die ganze Nacht. In der Wachsamkeit der träumenden Dame die ganze Nacht. Wenn die müde Welt sich schlafen legt, die ganze Nacht. Sanft über deinem Geist entwendet, Bilder voller Freude entstehen. Haucht ein reines, heiliges Gefühl die ganze Nacht. Edle Ritter wachen über dich die ganze Nacht, behüten dich in deinem Schlaf die ganze Nacht. Deine Furcht und Ängste nehmen sie, keine Sorgen sollst du haben. Sie vertreiben jedes Übel die ganze Nacht. Wunderschön. Ich wollte das jetzt mir alles anhören. Ich fand das sehr beruhigend irgendwie. Die ganze Nacht. Hat sie schön gesungen, finde ich. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Wir haben uns jetzt eigentlich im Grunde alles angeschaut, oder? Würde ich mal jetzt vermuten. Verschlossene Frachtkisten. Eigentum des vereinten Indien, wie es aussieht. Gray. Ja, wir kommen. Ich hoffe, es wird wieder besser gehen. Ich helfe dir hoch. Ganz langsam. Ich hoffe echt, dass es dir wieder besser geht. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Galahad, wo in aller Welt hast du gesteckt? Noch. Percival, wir könnten ein ziemliches Problem haben. Was gibt's? Zuerst ruf Nicola. Wir brauchen Waffen. Die Rebellen haben die psychiatrische Anstalt als Versteck und Ausbildungsgelände verwendet. Es gibt Hinweise, die eine mögliche Bedrohung der Vereintes Indien Company andeuten. Und Lord Hastings. Ich sag's dir doch, mir geht es gut. Du brauchst noch Zeit, um dich zu erholen. Ganz sicher, Gray. Mir geht es fantastisch. Wirst du irgendwann einmal einen meiner Ratschläge befolgen, Izzy? Du kennst die Antwort auf die Frage. Aber zuerst bräuchtest du Vaters Segen. Wow. Okay. Mein Freund Galahad. Nun, Marquis, sind Sie gar nicht um mein Wohlergehen besorgt? Oh, Mademoiselle, ich habe keinen Moment gezweifelt, dass Sie es den Schurken zeigen würden. Das Gleiche kann man von Ihrem galanten Ritter nicht behaupten. Hey, das ist nicht Wort nett. Kein Wort zu niemandem, Nicola, ist das klar? Wie Sie wünschen, das ist sehr riskant. Was habe ich gesagt, Monsieur? Wir hätten euch fast schon aufgegeben.
Ich... Danke. Wir wurden länger aufgehalten. Kommt, uns bleibt nicht viel Zeit. Sir, das hier ist auch für Sie. Oh, danke schön. Es sollte alles funktionieren. Vielen Dank, Nicola. Und die andere Waffe? Ah, ja. Sie liefern immer auf den Punkt, Nicola. Passable. Für dich. Vielleicht brauchst du die bald. Die Agamemnon, wie ist ihr Status? Sie hat bereits abgelegt. Unterwegs nach Portsmouth, ihrer letzten Station, bevor sie... Ich weiß nicht, ob ich ihn trauen kann. Also Percival oder wie der heißt. Wurden sie vor der Bedrohung gewarnt? Soweit wir wissen, könnten die Verschwörer die Wachmannschaft infiltriert haben. Wir müssen das klären, ohne Verdacht zu erregen. Der Rat sollte über die Situation informiert werden. Wir können es uns nicht leisten, den Rat um Erlaubnis zu bitten. Wir müssen an Bord dieses Schiffs. Wie schlagen Sie vor, soll das gehen, Mon General? Sie ist bereits in der Luft. Das dürfte leicht sein. Du liest Gedanken. Okay. Und wie komme ich jetzt da hoch? Sentinel 5, wir sind an Bord. Verstanden, Sir Percival. Sentinel 5 zieht sich zurück und hält sich zur Unterstützung bereit. Bestätigt. Danke fürs Mitnehmen, Captain. Viel Glück. Sentinel 5, Ende. Nennen Sie das leicht, Monsieur? Wir sind alle sicher, Percival. Wir gehen auf dein Zeichen. Dann los. Ach du Kacke. Big Rain! Lafayette! Na dann. Das ist sehr gefährlich, meine Freunde. Ach wirklich? Wir sind ja auch nur sehr hoch. In Position! Ach du Scheiße. Bin hinter dir. Ja, ist ja schön. Na los. Das macht Spaß. Oh mein Gott, wenn man einfach mal runterschaut. Okay, dann klettern wir mal und fallen hoffentlich nicht runter. Schnell! Nach drin! Ja, ist ja gut! Das war deine Idee! Die Ausrüstung. Lafayette und Galahad, bringt das Cockpit unter eure Kontrolle. Leise. Verstanden. Isabeau und ich werden uns umsehen. Wir brauchen Augen am Boden unter den Gästen. Dabei habe ich doch gar nichts anzuziehen. Ich muss wohl vorher noch einkaufen gehen. Regeln für den Einsatz müssen. Macht, was nötig ist. Uns bleibt keine Zeit zwischen Rebellen und Wachen der Kompanie zu unterscheiden. Wir haben schon ohne Netz gearbeitet. Das ist wahr. Aber trotzdem kapern wir das Flaggschiff der Flotte der Vereintes Indien Kompanie. Fragen? Dann lasst uns gehen. Okay. Sebastian, eine Frage. Wer war der Alte, mit dem du in Mayfair und Whitechapel geredet hast? Der alte Mann. Eine lange Geschichte. Ich werde sie dir so bald wie möglich erzählen. Ich traue ihm nicht, muss ich ehrlich gestehen. Das muss ich vorher noch herausfinden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Orden scheint dir gegenüber misstrauisch zu werden. Der Orden ist nicht mehr, was er mal war, Grayson. Ja, das hast du schon mal gesagt. Geduld, alter Freund. Alles zu seiner Zeit. Oder er wird sterben und... Ich weiß es nicht. Nicht vergessen. Tarnmodus. Tarnmodus, bei mir, na klar. Mademoiselle, lasst mich Ihnen versichern, ich werde schweigen wie ein Grab. Der gut, Weg wir tarnen uns. Von Wachen. Beeilen wir uns. Warten Sie auf mein Okay. Achtung. Los.
Na dann, bereit? Er sichert das Cockpit und wartet auf weitere Befehle. Okay. Ja, ich warte doch schon die ganze Zeit. Gut. Unser Eindringen wurde nicht bemerkt. Noch nicht. Ist nur eine Frage von Sekunden, bis das soweit ist. Magnetisch. Wir müssen die Steuerung finden. Das nennt man Fortschritt. Für mich ist das eine Todesfalle. Ups. Das ist was für Mechaniker, keine Wache. Könnte mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Voilà. Gellert, Lafayette. Die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Verstanden. Okay. Wie war das jetzt mit leise eindringen? Wer übernimmt's? Vielleicht ein loses Kabel. Oh. Okay. Habe ich zu schnell gedrückt. Okay. Das passiert. Die Unterbrecher aus. Im echten Leben wäre ich schon tot. Au, 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 au. Übel. Das tat bestimmt weh für einen Augenblick. Meine Damen und Herren, im Namen der Feindeslinienkompanie und ihrer Leitung möchte ich Sie an Bord der Agamemnon willkommen heißen. Wir verlassen gerade London. Jemand ist vor kurzem irre gewesen. Ich sehe keine Wache. Der eine wird. Dann setzen wir unsere Reise über den Atlantik bis zum Bestimmungsort Lakehurst, New Jersey fort. Unsere ich schaue mich erstmal um. Vielleicht finde ich hier noch was. Sicherheitsabteilung, bitte melden. Schicken Sie jemanden, der bestätigt, dass die Fracht gesichert ist. Ihr schickt jetzt hier gar keinen. Okay, hier ist nichts. Ich bin Interinnen, Monsieur. Gut zu wissen. Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren. Na toll. Macht es euch bequem. Unser nächster Halt ist Portsmouth. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Rauchgranate. Auf ihr Zeichen. Okay. Na dann. Im Frachtraum merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Aber hier. Oh, falscher Knopf. Na, oh, natürlich. Oh, diese Quicktime-Events, ich hasse sie. Ich hasse sie. Dong. Au. Wir beschlagnehmen das Schiff im Namen der Freiheit. Können wir sowas überhaupt steuern? Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder.
Wie ist euer Status? Lord Hastings ist in der Nähe des Ballsaals hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen. Immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Okay. Pass nur auf, dass hier, keine Ahnung, keine anderen kommen. Jetzt sind wir alleine unterwegs. Schön. Verdammt, Bailey. Vergesst immer, die Tür zum Funkraum abzuschließen. War so klar, dass jetzt da welche kommen. Oh. Ich hasse es. Es war wieder zu früh. Wieder viel zu früh. Okay, ich glaube, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Der Part ist sehr, sehr lang. Den muss ich ein bisschen, glaube ich, teilen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.